Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Munibemann. Wir sind heute beim 75. Tag, den 29.11. und spielen natürlich gegen Zerg. Tja, wir sind halt immer noch kurz vor dir 1 und ja, ich hatte noch keine Zeit, mich richtig darauf vorzubereiten, wieder auf das Spiel mit dem neuen Patch. Aber es ist ja bald Wochenende. Also mal gucken, ob ich ein bisschen mehr machen kann. Ein bisschen Zeit dazu haben. Das ist aber immer schwierig zur Zeit wieder. Ihr habt nicht genügend. Ja, das ist eine alte Map. Nicht krass. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, die gehen wir runter. Ihr müsst zusätzlich. Den Kronenwurst mal. Und die bauen wir gleich unser Gate hin, schön. Gemütlich. Keine Echse, nicht gut. Dann bauen wir gleich ein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Ding. Immer noch keine Echse. Ihr habt nicht genügend. Ja, jetzt kommt das. Was jetzt kommt? Das ist ja seltsam. Das ist sehr seltsam, was er da gerade spielt. Vielleicht verarscht er mich auch nur. Hat irgendwo schon einen Pool. Okay. Ist aber schnell fertig, so scheiß Pool. Also der wird wahrscheinlich irgendwo ein Proxy haben. Wir warten jetzt trotzdem bis unser. Das die Proxy. Können noch was werden mit unserem Cannon Rush. Jetzt nicht mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, gleich unten die dritte genommen. Oh, das hätte ich wissen müssen. Da fährt zu viel Gas und alles zu wenig. Ihr habt nicht genügend. Dies müsst ihr in einem Engel. Ihr habt nicht. Wir wollen peilen. Aber das sind noch viele Dinge gewesen. Wir haben eh genug Gas gerade. Ja, da haben wir die Upgrades genommen. Für die Overlords. Unsere Schicksale sind vereint. Dann wird auch vorbereitet sein, genau. Ein paar Dinge hat er. Es ist vorherbestimmt.
Teleportation erfolgreich. Der Weg ist klar. Wir deuten. Nicht genügend Energie. Lasst uns beginnen. Ich bin hier in den Schatten. Er hat auch wieder seine dritte nicht saturiert. Ah, wir nehmen jetzt die dritte. Ja. Ganz schön viele Lillinge, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt nicht genügend. Sie brechen durch! Ich durchstreife die Galaxis. Aber rasch! Ihr müsst zusätzliche Pyloten bauen. Ihr benötigt das Fingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Himmel warten. Wo verbrach ich der Feind? Durchgeführt. Sollte wahrscheinlich gleich kommen hier. Sein Link-Trupp. Erneut diene ich. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir sind eins im Schatten. Warum wäre langsam unsere Kolosse? Was sind der Kampf des Ruhms wird unser sein? So, wir müssen auf jeden Fall unsere Worker darüber transferieren. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt auf Upgrades. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Orange-Schisan. Mineralienfeld erschöpft. Okay, wir haben natürlich jetzt drei gebaut, aber auch nicht schlimm. Da können wir ja auch Dings mitnehmen. Nicht mehr. Mineralienfeld erschöpft. Forschung abgebrochen. Nehmen wir halt noch eine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, und wir gehen jetzt straight auf 200 hoch zu. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend. Kassa. Ihr habt nicht genügend. Hab ich nicht irgendwo noch Phoenix gehabt? Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Ich sehne mich nach dem Kampf. So, Storm, sieht gut aus. Für die Ehre. Ich durchstreife die Galaxie. Auch Night Ross, das ist gut. Und so langsam Go machen. Erklärt euch. Upgrade durchgeführt. So, Storm müsste auch gleich durch sein. Ja, ist gleich durch, sehr schön. GG. Oh, das ist easy. Da hat nicht mal GG geschrieben. Muss nicht mal eine Basis wegnehmen. Oh, nicht mehr lang. Ja, 3 MMR fehlen uns. 3 MMR zum Aufstieg für Dia 1. So, jetzt kriegen wir wieder einen Protoss-Gegner und dann haben wir es wieder verkackt. Und wir sagen, das Spiel war eigentlich ganz gut. War jetzt nicht so besonders... Da war nicht schwer der Zerg, sag ich mal. Was war denn der für eine Liga? Überblick. Ah, zu spät. Und wir spielen wieder ein Zerg gegen Po. Der ist Po, ja. So, ja, das ist wieder so ein Name von der Map, den ich nicht aussprechen kann. Aber das wisst ihr mittlerweile von mir, dass ich halt manche Namen nicht aussprechen kann. Weiß nicht, woran es liegt. Po. Kompo Panda, wa? Hm. Nee, Kompo Panda. Ah. Das war doch eigentlich ganz gut. Von Stargate into Colossi. Ich glaube, die Colossis hat, Colossis hat er nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das Problem gewesen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ah, keine extra für dich. Shit, doch nichts für ihn. Na. Doch, schon. Ja? Das ist doch hoch, nicht darunter. Oh, Puh, ist gleich fertig. Das ist schlecht. Ja, das muss man bauen. Nein, du sollst ja nicht runter, du sollst da rein, Junge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Oh, Pylonen vergessen. Na gut, dann könnte das jetzt unser Ende sein. Na, ich wollte eigentlich das auch noch wussten. Naja. Eure Sonden werden angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Ihr Stargate bauen. Nicht mehr bis Pingas. Die Eure Sonden werden angegriffen. Gib uns einen Auftrag. Wo werden wir gebaut? Noch einer erwischt. Niemand kann uns aufhalten. Por Salam. Unser Denken gleicht sich.
Die Templer rücken vor. Noch einer erwischt. Viel länger. Gehen wir zurück. Na, hier oben habe ich natürlich keinen Pylon gesetzt. Ganz schön dämlich. Ich kann meine Robo nicht blockieren. Ich den heute gebaut, ey. Orakel empfangen. Lasst uns beginnen. Der Weg ist klar. Das sieht er gar nicht, sieht er. Forschung abgeschlossen. Teleportation erfolgreich. Für die Ehre. Wieso sehe ich den eigentlich? Ich bin hier in die Stadt. Oh, wenn er runterkommt. Ich verstehe. Oh, wenig was. Ehre den Dalai Lama. Wie kann ich euch helfen? Nee, das ist so ging das. Ich durchstreife die Galaxis. So begegnen wir unserem Schicksal. Oh, oh, oh. Der Weg ist klar. Hat auf jeden Fall schon eine dritte, das ist nicht gut für uns. Ihr benötigt Null. Oh, noch eine dritte. Ihr sucht Führung. Die Himmel warten. Für die Ehre. Verstanden. Wie kann ich euch helfen? Die Stränge des Schicksals liegen offen. So, was haben wir hier Schönes? Der Weg ist klar. Queen. Die Sterne stehen. Die Queens. Oh, was hat denn da gebaut? Linge. Nicht genügend Energie. So. Forschung abgeschlossen. Was du noch bauen könntest, ist das hier. Das ist noch sehr viel geholfen. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hm, das baut auch noch nicht ab. Ihr habt nicht genügend. Das nicht, wo du einen weiteren Kunde spawnen. So, wir wollen auf jeden Fall jetzt gleich hier. Ihr benötigt mehr Vespingas. Storm. Forschung abgeschlossen. Und jetzt können wir es auch gleich in Go machen. Ich brauche vielleicht noch einen dritten Kolos wenigstens. Naja, den müssen wir bauen. Ihr habt nicht genügend mit Mineralienfeld. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayo!
Mein Leben für Ajor. Kassar, die Templer. Okay, ja. Hydras. Und Bane, ne? Ihr bin eure Krieger bekämpfen den nicht genügend. Unsere Gedanken. Ihr benötigt mehr Rüstungs. Erleuchtet. Mein Leben für Ajor. Ulak Natal. Da kommen sie. Er ist angegriffen. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Unser Herr, wir. Margaret ist auch noch durch. Wir erklären erleuchtet wir Alarm von. Wir erklären Orbe. Forschung abgeschlossen. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Mein Leben für Ajor. Das sind hier zu vier. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Es sei heute mein Leben für Ajor. Erleuchtet. Das sind nicht meine. Erschöpft. Mein Leben für Ajor. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ajor. Ulak Kassar geht in Plan. GG, WP. Oh, Zerg ist zurzeit ganz schön einfach. Und? Ja! Da. Haben es endlich geschafft. Dir 1. Wahnsinn. Du wisst, was das heißt. Nächstes Ziel: Meister. Puh. Na gut. War auf jeden Fall schön. Wir haben es endlich geschafft. Zum Glück hatten wir keinen Protoss-Gegner, wo wir sie eben wieder verkacken. Aber ich sage, sehen wir uns in den Endcut und ja, bis morgen. Euer Mutti Bär. Tschüss, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschüss, tschüss.